man erlebt so vieles mit, wo man sich denkt, boah, hier ist so viel Potenzial. Uns ist wirklich auch gelungen, auch Leute, keine Ahnung, mit kleinen Bistros, die wirklich noch keine Google-Location hatten, einfach mal so gleich vor Ort beim Essen denen eine Location zu kreieren oder so. Weißt du, ja, für nichts. Ja, wir haben die Skills, wir haben die richtige Intention. Uns kostet nichts, einfach so auf unserem Weg Leute mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen. Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute mit einer außergewöhnlichen Auswanderungsstory, die so ganz anders läuft, als man das normalerweise tun würde. Ich stelle dir gleich Christina und Joshua vor, die sich entschieden haben auszuwandern, denen Corona aber kurzerhand einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber Not macht erfinderisch und sie sind trotzdem ausgewandert und wir können quasi jetzt live dabei sein. Mehr dazu gleich. Wenn du jede Woche den Podcast hier hörst, dann abonniere unbedingt auch den kostenlosen Newsletter dazu. Du bekommst hier jeden Mittwoch Tipps und Hacks rund ums Thema Auswandern und Neuanfang. Selbst wenn du am Ende nicht auswandern willst, ist der Newsletter für dich spannend, denn viele der Empfehlungen helfen dir auch, wenn du weiterhin in Deutschland, der Schweiz oder Österreich lebst. Also melde dich an für den Newsletter und zwar auf der Webseite derauswandererpodcast.com. Einfach nach unten scrollen, wenn du auf der Webseite bist, da kannst du dich direkt eintragen. Auf der Webseite findest du übrigens auch das große Archiv zum Podcast mit allen Folgen und den Infos dazu. Also gerade wenn du auch ein Land vermisst, dann schau mal im Archiv, ob wir da nicht schon eine Folge dazu hatten. Mein Podcast. Meine Podcaste sind heute Christina und Joshua. Die beiden haben sich im letzten Jahr kennengelernt. Wie? Das werden sie gleich verraten. Und sie haben dann beide beschlossen, in diesem Jahr, also 2021, auszuwandern. Ihr Ziel ist Asien, genauer gesagt Singapur. Doch die Corona-Pandemie hat ihnen, wie schon erwähnt, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anstatt aber zu Hause zu sitzen und Trübsal zu blasen, haben sie trotzdem die Koffer gepackt, alles verkauft, den Hund Coco mitgenommen und sie sind auf eine Abenteuerreise gestartet, die am Schluss in Singapur enden soll, wo sich die beiden ein neues Leben aufbauen wollen. Zu der Zeit, als wir dieses Gespräch hier aufgenommen haben, waren sie aktuell in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik unterwegs. Was die Kommunikationsleiterin aus Peru und der Sales Manager aus Österreich jetzt vorhaben und wie sie am Ende nach Singapur kommen wollen, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast Christina und Joshua. Hi. Hi, Nikolas. Wenn ihr bei euch aus dem Fenster schaut, was seht ihr da? Sonne, schönes Wetter, blauer Himmel. Aber jetzt gerade auch viele Autos, weil wir in Santo Domingo sind. Genau, da ist ab und zu ein Roller, der vorbeifährt, ne? Genau, also Verkehr ist hier genug unterwegs, aber ja, das Klima und das Wetter machen das gleich wieder wett. Super, das Interessante ist bei euch, das habe ich auch gerade in der Einleitung gesagt, man kann bei euch jetzt quasi live dabei sein bei der Auswanderung. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich gerne noch darüber sprechen, wie ihr euch kennengelernt habt, denn das finde ich ganz spannend, weil Christina kommt aus Peru, Joshua kommt hörbar aus Österreich. Deswegen an euch die Frage, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen und wann war das? Das war genau vor einem Jahr und einem Monat. Also ich bin ursprünglich aus Peru, aber bin mit 17 nach Deutschland das erste Mal ausgewandert. Mit meiner Familie und meinem deutschen Stiefvater. Und dann in Deutschland habe ich 10 Jahre gelebt und studiert und ja, Karriere gemacht in der Kommunikationsbranche. Ich hatte noch nach einigen Jobs dann in Spanien nochmal quasi ausgewandert und habe dort gearbeitet. Und dann war ich letztes Jahr meinen Papa besuchen, meinen deutschen Stiefvater, der in Innsbruck wohnt, weil er dann operiert worden ist. Und das war wirklich ganz kurz bevor dieser ganze Pandemie-Chaos losgegangen ist. Dort habe ich dann Joshua kennengelernt. Ganz zufällig war er auch in einem Meeting unterwegs, also wegen der Arbeit auch in Innsbruck, weil er nicht dort wohnt. Und ja, dann haben sich unsere Wege getroffen durch ein Online-Dating-App. Ah! Genau, die ich normalerweise nie benutzt habe. Und nein, die benutzt keiner. Ich auch zum ersten Mal.
Ja, ich weiß, ich weiß. Jeder immer zum ersten Mal. Genau. Und gleich beim ersten Match hat es geklappt. Nein, nein. Ja. Ich konnte es einfach wirklich nicht. Also ich hatte das sonst immer abgelehnt, weil, weißt du ja, Latina, ein bisschen konservativ und so, was das angeht. Und in Spanien das ganze Jahr, was ich dann, naja, diese höhere Position hatte als Kommunikationsleiterin, dann, wenn ich mal geguckt habe, waren irgendwelche Mitarbeiter von uns und das war mir so ein bisschen unangenehm. Und dann dachte ich, nein, das benutze ich, wenn überhaupt, wenn ich irgendwo anders bin. Und dadurch, dass ich bei meinem Vater war, der wohnt bei Innsbruck auf den Bergen und ich kannte keinen Menschen in Österreich. Und ja, nach ein paar Tagen war es mir so ein bisschen langweilig und dann dachte ich, ja, ich kann das nochmal aktivieren. Und auf dem Weg nach Hause, glaube ich, oder auf der Autobahn, war Joshua auch fleißig beim Swipen. Und genau da hat es Match gemacht, sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Okay, also bevor es jetzt zu privat wird und darum soll es jetzt auch nicht gehen, stellen sich wahrscheinlich die meisten jetzt die Frage, ein Jahr später, die beiden sind zusammen, klar, aber sie sind nicht in Österreich und nicht in Deutschland, sondern sie sitzen in der Dominikanischen Republik und sie haben auch nicht mehr vor, nach Deutschland und nach Österreich zurückzukommen. Vielleicht könnt ihr uns da mitnehmen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist und vor allen Dingen auch, weil ja die Dominikanische Republik, wo ihr jetzt seid, ja gar nicht euer ursprüngliches Ziel war. Richtig, genau, ich leite das mal ein. Also, das hat ungefähr überhaupt das Gespräch dazu wegzukommen aus Europa. Es ging von mir aus quasi, weil wir haben uns kennengelernt. Es war nicht der Plan, dass ich länger bleibe. Überhaupt nicht in Österreich. Österreich war nicht auch ein Land, wo ich dann mir vorgestellt hätte, irgendwie dort möchte ich unbedingt arbeiten. Ich hatte einen super Job in Spanien, eine super Penthouse-Wohnung. Mir ging es sehr gut. Und ich hatte meinen Hund mit und einen ganz kleinen Kofferchen, was ich eigentlich für eine Woche mitgebracht hatte und hatte vor, wieder zurück nach Spanien zu kommen. Nur dann ging es, wie gesagt, mit der ganzen Quarantäne los. Das Ganze bricht aus in Europa und natürlich die Event, also das Eventunternehmen, wo ich gearbeitet hatte, hatte vorübergehend auch erstmal zugesperrt. Und dann habe ich entschieden, einfach die Quarantäne in Österreich bzw. Berlin, wo meine Mutter wohnt, zu verbringen und nicht nach Spanien für den Anfang zurückzukommen. Kurze Geschichte, ich bin am Ende, habe dort alles hinter mir gelassen in Spanien und seitdem ich Joshua für 2 Tage besucht hatte, bis zum Auswanderungstag bin ich dann bei ihm geblieben. Ne, mit meinem Hund und mit meinem kleinen Koffer. Und ich habe ihn dann, ich glaube, bei der ersten Woche oder so, die wir zusammen verbracht haben, habe ich erzählt, dass ich eh nicht vorhatte, in Spanien länger zu bleiben, weil ich schon vor Jahren mir das Ziel gesetzt hatte, Chinesisch zu lernen. Und deshalb, ich spreche ja 4 Sprachen und alle Sprachen, die ich gelernt hatte, habe ich immer in dem Land quasi gelernt, wo ich, wie Französisch in Frankreich oder in Brüssel und so weiter und so fort. Und deshalb wollte ich unbedingt nach China. Und das war auch schon der Plan für Spanien. Der Job hat sich ganz spontan ergeben. Ich habe es immer in die Länge gezogen, quasi zu kündigen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Aber ich hatte immer vor, nach China zu gehen. Und das war eigentlich für Juni 2020 schon geplant. Und ich habe es Joshua erzählt, ich fahre nach China. Und er hat sofort gesagt, du, ich komme mit. Was? Ja, also okay. Ich habe ehrlich gesagt, dachte ich, boah, soll ich jetzt am Anfang unser Kennenlernen, ne, Zeit gleich erzählen? Vielleicht will er dann gar nicht Ernstes. Aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl von ihm von Anfang an. Und dann habe ich es einfach gesagt und es war überraschend, weil er sofort gemeint hat, ich würde mitkommen. Joshua, einige fragen sich bestimmt jetzt, du lernst eine Frau im Internet kennen. Kurz darauf sagt sie dir, sie möchte am liebsten nach China auswandern. Gemeinsam habt ihr euch dann am Ende für Singapur als Hauptziel entschieden. Wie war das aber bei dir? Also ich meine, da kam ja alles sehr schnell und überraschend. Du hattest ja dein Leben in Österreich, deinen Job. Ist dir da die Entscheidung leicht gefallen? Ich glaube, für mich war es die Entscheidung ist sehr schnell gefallen, weil ich eigentlich unterbewusst schon immer den Gedanken hatte oder auch Wunsch hatte, noch einmal Auslands,
Luft- oder Auslandserfahrung zu bekommen oder zu schnuppern. Genau, das war immer unterbewusst irgendwie noch mein Ziel. Ich meine, ich war jetzt immer eigentlich bei die letzten Stationen ist bei internationalen Konzernen beschäftigt, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ergibt sich dort die Verbindung, irgendwie über die Firma ins Ausland zu gehen. Und hatte da jetzt auch keine speziellen Präferenzen, was jetzt das Land eigentlich angeht oder zu sagen, boah, das wäre mein Traumland oder das geht gar nicht. Und deswegen war ich da eigentlich sehr offen. Und ja, Christina hat da, wie soll man sagen, das war einfach einfach nur der Anstoß dazu, weil ich jetzt sagen würde, bei mir war es doch eher so, dass ich vorher auch nicht diese Flexibilität, wie ich sie auch selbst mag und auch das ja bei anderen mir gefällt, wenn jemand einfach diese Flexibilität hat, diese Spontanität auch. Aber es ist in Österreich jetzt nicht normal, sage ich mal, dass eine Frau oder die Freundin zu dir sagt, hey, komm, lass uns mal auswandern oder ich bin da voll dabei, sondern ist eher doch auch noch, die meisten eher, sagen wir mal, gehen doch eher den klassischen Weg. Und von daher war das für mich einfach wie, ja, Jackpot, ne? Also besser kann es dann eigentlich eh nicht gehen, wenn du auch dann noch den Partner hast oder Partnerin hättest, die quasi sagt, okay, lass uns das machen, ich will das genauso. Ich habe es toll gefunden, dass Christina das machen will und ich dachte mir, okay, Asien generell ist interessant, ist sehr für die Zukunft auch sicher interessant, interessanter Kontinent und wie gesagt, lass uns das machen. Also das war irgendwie gleich bei mir im Kopf, ja. Jetzt seid ihr ja auf der anderen Seite der Erdkugel gelandet aufgrund der Covid-Situation. Warum jetzt ausgerechnet in der Dominikanischen Republik, wo ihr, wenn wir jetzt das Gespräch hier führen, ja, glaube ich, seit 3 Wochen jetzt inzwischen seid? Ja, es war dann im Endeffekt so, dass wir eben zuerst kurz den Plan hatten, in der Nähe von Singapur zu gehen. Das wäre in dem Fall Bali gewesen. Hat sich dann auf gewisse Kriterien, beziehungsweise eben hauptsächlich bezüglich unserem Hund Coco, dann nicht so ergeben. Und ja, haben dann gedacht, okay, wenn wir dann schon jetzt vor Singapur auswandern, dann wollen wir in einem Land sein, wo jetzt dieses Thema vielleicht gerade schon ein bisschen besser gehandhabt wird, schon ein bisschen, ja, wie sagen, das normale Leben vielleicht schon wieder mehr losgeht, wo es auf jeden Fall warm ist, wo tolles oder schönes Wetter ist, frische Lebensmittel, genau, gutes Essen natürlich auch und auch nicht zu teuer ist, weil wir auch gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall irgendwie den touristischen Urlaub vorher machen, sondern einfach wirklich auch in die lokalen Gegebenheiten eintauchen. Ein Grund war natürlich auch noch, mein Spanisch zu verbessern. Und genau, also waren da für uns einfach ein paar Eckpunkte, wo wir gesagt haben, okay, das ist sympathisch für uns und fühlt sich gut an und lass das so machen und wir gehen es einfach von der anderen Seite an. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie ihr das Ganze auch langfristig finanzieren wollt und was da euer Plan ist, das heißt, ihr habt dann auch die Zelte jetzt abgebrochen, zu Hause alles verkauft, genau. Ihr seid jetzt mit leichtem Gepäck unterwegs und reist gerade mit Touristenvisa ein in die Länder oder wie macht ihr das? Es könnte auf jeden Fall leichter sein. Wir haben vor allem Joshua schon wirklich alles gespendet, geschenkt. Hat einen Container dabei, nee, oder nur, was? Nur eigentlich einen großen Koffer, 2 mittelgroßen, sage ich mal, und ja, Kokosbox. Aber es war trotzdem viel zu viel. Also, als wir angekommen sind, das war wirklich, wir haben Gott sei Dank diese ganzen 3 Wochen immer in jeder Stadt, in jedem kleinen Örtchen, wo wir waren, so tolle Menschen kennengelernt, die wir so Engel nennen, die wirklich uns immer den Weg einfacher gemacht haben und wir versuchen, anstatt Geld halt mal ein paar Klamotten oder so loszuwerden, die sie eventuell auch gebrauchen können und worauf die sich wirklich wahnsinnig freuen. Und wir freuen uns selbst. Also wir haben Gott sei Dank auch jemanden in Santo Domingo und deshalb sind wir immer wieder, also in Santo Domingo, nach unserer Station hier, die wir in verschiedenen Städten eben, wie gesagt, hier in der Domrep waren, weil wir hier einen Bekannten haben, wo wir halt unseren großen Koffer quasi abgestellt haben. Und genau, und deshalb sind wir jetzt schon mit leichtem Gepäck und wollen dann weiter reisen noch in ein paar Tage Richtung Guatemala und sind noch dabei zu entscheiden, ob wir eventuell die Koffer dann ganz nach Singapur schicken lassen
oder ob wir das Ganze mitnehmen und so weiter. Aber davon machen wir uns jetzt nicht abhängig. Auf jeden Fall die ganzen Reisen, die wir innerhalb der Insel gemacht haben, waren wir nur mit zwei Rucksäcke und einem kleinen Köfferchen unterwegs. Und das war viel besser. Ja, das ist ja perfekt. Also mit so leichtem Gepäck auszuwandern, davon träumt, glaube ich, jeder. Christina, du hast vorhin gesagt, dass du als Kommunikationsleiterin in einer Agentur gearbeitet hast. Joshua, du warst fest angestellt als Sales Manager. Ursprünglich war ja euer Plan, euch einen Job zu suchen in Singapur. Ihr habt euch jetzt aber erstmal für die Selbstständigkeit entschieden, also etwas Eigenes aufzubauen, und zwar im Bereich Social Media und digitale Kommunikation. Wie kam es dazu und was ist da die Idee? Also ich hatte, vielleicht einmal als Einleitung, ich hatte, als ich meinen Hund bekommen habe, also die Coco, ein Instagram für sie gemacht, also ein Instagram-Account, weil sie ist halt sehr witzig und es haben sie immer Leute aufgenommen oder Fotos gemacht. Und ich dachte, oh mein Gott, ich halte nichts davon, aber ich werde einfach einen Instagram-Account für sie machen. Und so innerhalb ein von Petfluencer. Ja, so innerhalb von kürzester Zeit hatte sie 1000 Followers. Ne? Und ich habe wirklich dann versucht, da was zu machen. Aber dann spätestens, als ich dann den Job in Spanien hatte, konnte ich wirklich gar nichts mehr tun, weil ich da auch viel auch dort mit Social Media gemacht habe. Und als wir dann wirklich das Ganze konkretisiert haben mit der Auswanderungsgeschichte und so weiter und das auch so gut angekommen ist, also ich meine natürlich von meiner Familie, die kennen das schon, dass ich immer sage, ey, ich bin da hier ein Jahr weg und die kennen das schon. Aber auch von Joshuas Familie, das war super angenommen. Und deshalb dachten wir, eigentlich sehr interessant, ne? Ich bin Latina, Joshua ist Österreicher, wir haben einen super lustigen Hund mit und machen, ja, so eine Abenteuerreise, sage ich mal. Das könnten wir sicherlich gut auch einfach mal zeigen zu Leuten, denen das interessiert. Aber als ich das Ganze, die Geschichte von uns dann visualisiert habe, dachte ich, oh, das wäre sicherlich auch interessant für bestimmte Unternehmen, ja? Oder Industriebereiche. Und dann, ja, habe ich halt mich einfach mit Joshua hingesetzt und gesagt, lass mal ein bisschen Brainstorming machen für uns. Was wäre, wenn wir sowas angehen wollen? Was wäre das, was uns ausmachen würde? Was wären denn die Werte, die wir anbieten wollen? Die Kriterien für Kooperation und so weiter und so fort. Was wollen wir damit erreichen? Wen wollen wir ansprechen, bewegen, was auch immer? Und dann haben wir so eine Branding-Strategie für uns entwickelt und ja, also wir haben dann festgestellt, dass wir wirklich die Leute von, ja, vielleicht Dog Lovers, weißt du, erreichen können. Wir haben uns einfach quasi eine Liste gemacht über alle Leistungen, die wir anbieten könnten, im Austausch für bestimmte Sachen. Für High-End-Content-Produktion, über eine lustige internationale Familie oder wenn ein Unternehmen vielleicht irgendwas hervorheben möchte in Bezug auf Hundefreundlichkeit und so weiter. Weil Coco wirklich so ein Zirkushund ist. Sie kann das wirklich gut. Ja, und wir haben es ausprobiert. Unsere erste Kooperation war tatsächlich mit einer Fahrradverleih, eine ganz lustige, farbenvolle Fahrradverleih in Spanien, in Valencia. Das lief sehr gut, haben wir als Test gesehen und haben wir quasi Fahrräder bekommen für eine bestimmte Anzahl an Tagen. Richtig toll, richtig tolle Menschen und da haben wir die Standards gesetzt für das, was wir menschlich mit Menschen angehen wollen, weil für uns ist diese zwischenmenschliche Beziehung viel wichtiger als Geld und so weiter und so fort. Also Geld ist momentan noch gar nicht im Vordergrund, weil wir Gott sei Dank auch ein sehr gutes Selbstvertrauen haben an unserem Können, an unseren Fähigkeiten und ja, Persönlichkeiten einfach. Und das wissen wir, dass das irgendwie fließt, weißt du. Aber für uns war sehr wichtig, dass und da haben wir eben das, da die Wichtigkeit von diesem Projekt gesehen, dass man eben unser ganzes Potenzial, unser ganzes Können, könnten wir wirklich nutzen, um Unternehmen, vor allem regionale Unternehmen, zu unterstützen im Bereich Sales-Strategien oder Kommunikationsstrategien, die wir wirklich vom Herzen unterstützen möchten. Weißt du, und nicht einfach irgendjemand, der dich, nee, wie es in einer Agentur läuft, ich möchte dies, okay, passt, ich mach's, ganz egal, ob du vielleicht voll die Welt mit Plastik vermüllst oder, verstehst du, was ich meine? Und deshalb haben wir auch mal eine Kriterienliste für uns entwickelt, was sind die Unternehmen oder was sind die Bereiche, die wir unterstützen wollen und so weiter und so fort. Und dann kam es eben die Idee, das Ganze mit
dieser Reise zu verbinden, dass wir quasi auf dem Weg kurzfristige Kooperation starten. Aus Kooperation meine ich zum Beispiel eine Unterkunft in einem bestimmten eco-friendly Hotel für Produktion von Videos und Bildern und so weiter, die wir selber shooten, bearbeiten und so weiter und so fort, für eine Social Media Management Strategie oder für Übersetzung für die Webseite, sowas, weißt du, quasi im Austausch. Noch für kein Geld, aber für Austausch von Leistungen. Das quasi als Test für spätere langfristige Kooperation, weil wir können uns das vorstellen oder wir haben uns das wirklich vorgestellt, dass das wirklich gebraucht wird. Wir haben unsere allererste Kooperation in Mittelamerika schon in der ersten Woche gehabt, in einem super tollen Glamping hier in der Nähe von Haiti schon. Es war der Wahnsinn für mehrere Tage. Wir kommen jetzt auch von der zweiten in Las Terrenas im Norden von der Domrep und ja, es kommt sehr gut an und wir wollen, wie gesagt, das Ganze aufbauen, so dass wir später damit natürlich Geld verdienen können, indem wir sowas wie ein mobiles Consulting-Unternehmen aufbauen. Ich habe gerade überlegt, das sind ja eigentlich so digitale Wanderarbeiter, also die halt einfach digitale Dienstleistungen als Wanderarbeiter anstatt, früher haben wir das vielleicht als Handwerker gemacht, ne? Man ist irgendwie von Land zu Land gereist oder als Koch oder als auch immer. Ja. Digitale Nomaden, ne? Das sagen wir jetzt dazu, glaube ich. Genau, und heute machst du das im digitalen Bereich, was ja in der Tat auch, also da muss man ja nicht mal nach Südamerika gehen, da kannst du auch hier in Deutschland ganz viele von Arztpraxen über Schreinereien über Handwerkerbetriebe und so weiter, die ja alle eigentlich Unterstützung brauchen, um eine Sichtbarkeit und um halt auch eine Aufmerksamkeit online zu bekommen. Das ist natürlich habe ich so noch nie gehört, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Auch nicht. Und wahrscheinlich ist dann euer Instagram-Account mit dem Hund dann so das aufmerksam starke Tool, wo ihr euch natürlich auch so ein bisschen zeigen könnt, ne, was ihr da macht. Ja, also wir wollen tatsächlich das Ganze auch mit was Sozialem verbinden. Und das ist auch eines der Gründe, warum wir eben diesen Teil der Welt und nicht Europa ausgesucht haben. Nee, weil, wie du es gesagt hast, ich komme ja auch selber aus Lateinamerika. Ich weiß, wie es hier los ist. Da sieht man natürlich ganz vieles. Man erlebt so vieles mit, wo man sich denkt, boah, hier ist so viel Potenzial. Uns ist wirklich auch gelungen, auch Leute, keine Ahnung, mit kleinen Bistros, die wirklich noch keine Google-Location hatten, einfach mal so gleich vor Ort beim Essen denen eine Location zu kreieren oder so. Weißt du, ja, für nichts. Ja, wir haben die Skills, wir haben die richtigen Intentionen, wie wir das sehen, und uns kostet nichts, einfach so auf unserem Weg Leute mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen. Vor allem, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist vielleicht für mich ein bisschen so von der Verkaufsseite oder Sales-Seite, aber im Positiven gemeint, schön, quasi wirklich Leuten gute und ehrliche Empfehlungen geben zu können, wo wir gesagt haben, hey, es sollte auch nicht umsonst gewesen sein, quasi überall, wo wir waren. Natürlich dann auch später vielleicht von dem sozialen Aspekt her, aber gerade jetzt am Anfang, was das Thema Aufmerksamkeit betrifft, natürlich durch Social Media auch, durch Online, aber auch wirklich durch Empfehlungen für, keine Ahnung, vielleicht sind es am Anfang nur Familie, Bekannte, Freunde, Leute, die uns vielleicht jetzt schon verfolgen und wir wissen es noch gar nicht, aber quasi wirklich dieses Bewusstsein schaffen und wirklich Empfehlungen geben zu können für jeden, der sagt, hey, keine Ahnung, ich kenne viele Leute, die schon hier in der Domrep auf Urlaub waren, die kennen aber quasi mit dem Flugzeug hier nach Punta Cana zu kommen und dann wieder wegzufliegen. 3 Wochen oder 2 Wochen, weiß ich nicht. Und wirklich quasi eine zu sagen zu können, in jedem Land eigentlich, wo wir waren, wir können wirklich ein anderes Bild veranschaulichen und wirklich auch ehrliche und gute qualitative Empfehlungen den Leuten geben zu können. Genau, also wie du merkst, es ist noch ein weites Spektrum an Dingen, die man wirklich auf die Beine stellen kann. Es ist wahnsinnig viel Arbeit trotzdem, natürlich Vor- und Nachbereitung und die Implementierung, aber wir haben mit allen Partnern, die wir bisher hatten, ein super gutes Verhältnis, ich würde sogar sagen, ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut.
Und man redet dann immer so, naja, und später schauen wir mal. Ne? So, und wir sind uns sicher, dass wir durch diesen Weg sicherlich auf vielleicht die erste große langfristige Kooperation kommen werden, wo wir sagen, ah, ein paar Monate werden unsere Dienstleistungen quasi gebraucht. Und so ungefähr wollen wir das bis nach Asien dann verfolgen und aufbauen, ja. Eine spannende Geschichte, finde ich vor allen Dingen auch inspirierend, weil ich habe das doch nie gehört, dass das jemand auch so macht. Also weil normalerweise würde man ja sagen, das würde man ja alles mal erstmal vorbereiten, bevor man dann loszieht und quasi nicht schon während der Fahrt sich das überlegt. Das finde ich bei euch ganz spannend, Christina, weil du das vorhin auch gesagt hast, gerade zum Stichwort Selbstbewusstsein. Ne? Du hast vorhin auch gesagt, ihr habt beide gute Jobs aufgegeben. Ihr habt zwar eine Idee und ihr habt auch schon angefangen, was ihr unterwegs macht. Was glaubst du oder was ist so dein Tipp für ein Selbstbewusstsein, einfach loszugehen und zu machen? Auf jeden Fall im Reinen mit deinem Sein. Also wenn es dir nicht gut geht, egal wo du bist, in dem Job, wo du bist, in der Beziehung, in dem Ort, wo auch immer, dann kannst du selbst, wenn du auswanderst, nichts. Nee, also du musst dich wirklich zuerst finden. Also und das können wir wirklich für uns beide von unserer Erfahrung sagen. Deine Absichten, dein Sinn im Leben, sage ich mal, oder zumindest im Reinen mit dir sein, weißt du, einfach in deinem Kopf, in deiner Seele, alte Schmerzen, alte Gewohnheiten und so weiter, dir über dein Selbst einfach bewusst zu werden. Und Vertrauen ist ganz wichtig. Ich bin nicht die Art von Person, die auch auf Meinungen hört. Das wissen auch, ich habe auch ganz wenige Freunde und meine Familie, Gott sei Dank, die kennt mich sehr gut und unterstützt immer alle meine Entscheidungen. Gott sei Dank, vielleicht deshalb ist natürlich dieses Selbstvertrauen da. Aber ich finde es sehr, jeder Mensch, egal ob es zum Malern, für Banken, für was auch immer, für Straßenarbeit, was auch immer, hat ein Potenzial da. Und wenn es dich glücklich macht, was du auch machst, was dich bewegt, ne, dann, also wenn du jeden Morgen aufwachst und sagst, boah, geil, ich möchte den Tag jetzt starten, dann ist, glaube ich, das richtige Gefühl und das soll man dann weiter verfolgen, ob es hier ist oder woanders. Was wir sagen können, es gibt nur zwei Wege, eine Entscheidung zu treffen und das ist aus der Liebe oder aus der Angst. Es gibt keinen anderen Weg und ich glaube, wenn man es wirklich aus der Angst macht, können die Resultate nicht die richtige sein. Also wir entscheiden uns deshalb wirklich bewusst, immer bei uns im Reinen zu sein, in uns hineinzuspüren und wirklich dann versuchen, aus der Liebe für uns, für unsere Mitmenschen, für die Natur zu entscheiden. Und so ist das wirklich gut gelungen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig und das würde ich gerne weitergeben. Also hat uns das auch unser super liebe Coach aus Österreich weitergegeben. Wirklich, dass dieses Bewusstsein für Entscheidungen zu haben und nicht einfach, ich lasse mich jetzt nehmen oder ich lasse mich beeinflussen von Meinungen von welchen, die eh nur mit Angst leben oder vielleicht die alles in Ausführungsstrichen haben, aber letztendlich nicht glücklich sind und man hört leider öfters eher auf solche Menschen einfach nicht auf Meinungen hören, auf gute, gut gemeinte Ratschläge, dem Herzen folgen, das wäre mein Tipp und vielleicht möchte Joshua auch noch was sagen. Ja, keine Ausreden zu suchen, sondern wirklich zu sagen, was fühlt sich richtig an. Für mich war es auch so, dass ich gesagt habe, oder jeder gesagt hätte, in meinem Umfeld oder viele, oh, das kannst du doch nicht machen ohne Job, ohne fixen Plan vorher, ohne die Sicherheit. Und Sicherheit ist so ein großes Wort, was gerade bei uns im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ein sehr hohes Bedürfnis ist. Und das, wenn ich diese freie Seele bin oder diese Freigeist bin oder diese Erfahrungen machen will, dann wirklich das loszulassen und sagen, was fühlt sich richtig für mich an und was will das Herz und Prioritäten, Entscheidungen für sich zu treffen und aber wirklich immer dem Herzen zu folgen und ja, wirklich diese Erfahrungen, glaube ich, eben auch wieder am Ende des Tages, am Ende des Lebens, wir werden uns nichts Materielles mitnehmen können, sondern es sind nur die Momente, es sind nur die eigenen Erlebnisse, die einen, glaube ich, oder für mich zumindest, wirklich im Inneren, im Herzen reich machen. Das ist für mich so ein großer Punkt.
Ja, vielen Dank. Also ich finde das sehr interessant, weil das mal ein totaler Kontrastpunkt ist, auch zu vielen anderen Folgen hier im Podcast, weil es halt auch darum geht, mal loslassen zu können und sich einfach mal in den Flow zu geben und zu gucken, was passiert. Du hast es vorhin gesagt, viele haben einfach dieses Sicherheitsbedürfnis und können sich das natürlich so auch nicht vorstellen. Deswegen ist es auch spannend, mal zu hören, wie das auf der anderen Seite gehen kann. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, es ist ja nicht so, dass du nie wieder nach Hause gehen kannst. Also ne, falls das alles schief geht, es gibt immer noch eine Tür, die wieder aufgeht und wo man wieder zurückgehen kann. Das heißt ja nicht nur, wenn du einmal ausgewandert bist, dass du dann nie wieder nach Hause kommen darfst. Ja. Ich glaube, ich auch so teilweise so ein Schalter, den viele da umlegen müssen, weil man einfach das Gefühl hat, das ist jetzt now or never und dann ne, entweder jetzt oder ne, du kannst dann gar nicht mehr zurück. Genau, das war eine der Sätze, die wir für uns auch gefunden haben, sehr passend, als wir letztendlich wirklich die Idee konkretisieren wollten zum Auswandern. Wir haben uns gefragt, wir haben ehrlich gesagt eine Liste gemacht, ne? Pros und Cons. Und auf der Pro-Seite waren so viele Sachen, sage ich mal, mit den interkulturellen Kompetenzen und dieses Lokale kennenzulernen, frische Lebensmittel, was auch immer. Und auf der anderen Seite war wirklich nur Angst zu versagen und jetzt nichts Fixes zu haben. Das war's. Also nur Angst. Ne? Und wir haben uns gefragt, ganz ehrlich, wir sind jung, flexibel, empathisch, sind sehr gut vorbereitet in unsere Expertisenbereichen. Weißt du, sprechen Sprachen, sind Gott sei Dank gesund. Warum soll es nicht funktionieren? Weißt du, es war eher die andere Frage. Ne? Warum soll es nicht funktionieren? Ja. Weißt du, es gibt keinen Weg, warum es nicht funktioniert. Man glaubt vorher, es spricht mehr dagegen, aber wenn man es dann verschriftlicht, und das ist oft immer ein sehr guter Weg, auf das Ganze irgendwie visuell aufs Papier zu bringen, dann auf einmal merkt man, okay, es ist eigentlich, wie gesagt, wie es bei uns war, eigentlich nur dieses klassische Denken oder Angst, einfach nur die dagegen spricht, was wäre, wenn und wie, aber das hat nichts mit dem eigenen Gefühl zu tun, sondern das ist eher wieder mehr Fremdwahrnehmung, meiner Meinung nach, und zu sagen und auch dazu stehen zu können und wirklich, ja, man kann, und wenn es nur die Erfahrung war, die man mitgenommen hat, dann, ja, und wie gesagt, wir leben, also wenn man in Europa lebt, glaube ich, in sehr guten Verhältnissen und ja, da hat man, glaube ich, wirklich nichts zu verlieren, sondern kann wirklich nur gewinnen und da wollen wir wirklich auch vielen Mut dazu machen. Wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Meine letzte Frage jetzt noch, die ich auch immer im Podcast stelle und die wird bei euch jetzt ein bisschen schwieriger zu beantworten sein. Es ist die Frage, wenn wir uns in 2 Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann euer Leben aus? Was ist so die Traumvorstellung, was ist das Ziel? Wir sind auf jeden Fall im asiatischen Raum. Das definitiv. Ob es Singapur wird, wir sind wie gesagt auch sehr offen. Wir denken, dass es uns das gut gefallen wird, weil die Lebensstandards sehr gut sind und so weiter. Sind auch sehr offen, falls es uns doch nach Japan oder Südkorea führt. Aber sagen wir mal, wir sehen uns in Singapur. Wir haben das Unternehmen, was wir uns vorgestellt haben, vielleicht besser, vielleicht doch mit anderen Leistungen und so weiter dann aufgebaut und etabliert, haben definitiv schon unsere ersten großen Kooperationen im asiatischen Raum gehabt und können eigentlich gut davon leben und haben auf jeden Fall auch schon das soziale Projekt gestartet. Joshua spricht auch schon fließend Spanisch und kann Latino tanzen. Oh, der Druck ist da. Das war genau. Der Druck wird aufgebaut. Nee, alles gut. Also wie gesagt, ja, da glaube ich auch, dass wir uns eben im asiatischen Raum befinden werden. Wie gesagt, Zieldestination Singapur. Und so, Chinesisch. Okay. Genau. Auch schon ein wenig Chinesisch sprechen. Christina sicher schon vorgeschritten als ich. Aber ja. Aber nee, also da genau, glaube ich, wird zu der Zeitpunkt sein, eben wo wir das Ganze dann auch schon auf einem guten Level haben, auf einem guten Niveau für uns haben
und wo wir einfach gesettelt, glaube ich, in unserer Ausrichtung auch dann schon wirklich sind und das Ganze dann auch schon mittelfristig weiterplanen. Aber wie gesagt, glaube ich, wirklich da uns dann gut im asiatischen Raum mal etabliert haben und ich glaube, das ist so das, was wir da ausgeben können, auf jeden Fall als Ziel. Cool, vielen Dank für das Gespräch, Christina und Joshua. Das Gespräch ist so ganz anders verlaufen, als ich es ursprünglich erwartet habe, aber das ist ja das Schöne, dass ich natürlich auch selber gerne überrascht werde. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und freue mich sehr, wenn wir spätestens in 2 Jahren dann nochmal sprechen und dann bin ich gespannt, ob Joshua fließend Spanisch und Chinesisch sprechen kann. Definitiv. Wir bleiben in Kontakt, auf jeden Fall über Instagram. Wir folgen dir auch und wir hoffen auch, dass wir einigen Zuhörern auch inspirieren können mit unseren Geschichten, die wir so ehrlich wie möglich versuchen zu teilen auf Coco Travel Stories in Instagram. Und ja, schauen wir mal, wie es dann in den nächsten Wochen hier bei uns aussieht. Genau, also der Instagram-Kanal wird natürlich verlinkt, wie das bei jedem Gespräch hier auch der Fall ist. Von daher empfehle ich da auch allen, sich das mal anzuschauen, wo die beiden auch unterwegs sind, waren und noch sein werden. Euch, wie gesagt, vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder sprechen. Super, wir vielen Dank, auch. Nikolas. Bis bald, Nikolas. Ja, wie gerade eben gehört, wer den Weg der beiden mitverfolgen möchte, den Link zu ihrem Instagram-Kanal gibt es in der Folgenbeschreibung und den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Oder schau einfach auf dem Insta-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Dort siehst du auch Fotos von den beiden und findest auch die Verlinkung. Wenn du jetzt weiterhören möchtest, dann guck ins Archiv von Einfach Aussteigen hier in deiner Podcast-App. Da empfehle ich dir zum Beispiel die Folge von Daniel Garofoli, der mit Schulden nach Dubai gekommen ist und heute im Wolkenkratzer Burj Khalifa lebt. Wir hören uns also entweder jetzt gleich oder am nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge. Bis dahin, ciao.